Ich habe Ideen von euch bekommen und heute machen wir uns dran, diese zu bearbeiten. Bevor das Video beginnt, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir einen super coolen Discord haben, bei dem sich alles rund ums Gaming dreht. Dort findet ihr immer coole Mitspieler für eure Games. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Events, bei denen ihr sogar echtes Geld gewinnen könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Video. So, als erstes haben wir hier bekommen, dass wir gern zwischen Statusmeldungen wechseln können, sollen, tollen, keine Ahnung. Und das ist eigentlich recht einfach, denn das Grundsystem dafür haben wir ja schon da. Wir sehen hier, wir haben Builder.setActivity, Activity Playing. Das Problem, was wir haben, der Builder ist ja hier dann abgeschlossen. Der ist ja hier dann mit Punkt Build wird gesagt, fertig, gebaut. Wenn wir aber gucken, das gebaute Produkt wird dann in dem Chart Manager gespeichert, den wir uns abgespeichert haben. Und es gibt einen kleinen Trick, wie wir auf den dann wieder zugreifen können, wie wir auch hier mit SetStatus das machen. Gibt es auch eine Methode SetActivity. Allerdings ist die nicht ganz so drin, beziehungsweise nicht so einfach zu erreichen, denn die ist nicht direkt beim Chart Manager, sondern in der JDA-Instanz. So, und da fangen wir einfach mal an zu programmieren. Wir sagen einfach mal, wir wollen, dass er alle paar Sekunden wechselt. Also würde ich sagen, machen wir uns erstmal einen Timer, der uns immer eine Sekunde raus filtert. Und dazu machen wir einfach hier eine Methode. Public void, ups, ich kann nicht mehr schreiben, run loop. Damit uns das nicht während unseren anderen Commands und so stört, werden wir das Ganze als externen Thread behandeln. Ja. Wir tun also eigentlich exakt dasselbe wie hier, wie wir da oben schon gemacht haben. Nur tun wir dem diesmal noch einen Namen geben. Das heißt, wir werden auch den Thread extern speichern. Das heißt, wir machen einfach hier oben private thread. Nennen wir ihn doch einfach Thread. Oder Game Loop. Irgendwie so. Hier machen wir dann jetzt this.loop ist gleich ein new thread, also um eben einen neuen Prozess zu erstellen. Da drin werden wir gleich unseren ganzen Code schreiben. Und hier machen wir einfach die Klammer zu. Habe ich alles richtig gemacht? Nein, ich habe es falsch gemacht. Natürlich habe ich es sogar falsch gemacht. Denn hier drin müssen wir noch eine so Klammer machen, einen Pfeil und dann nochmal da drin klammern und da hinten dran, die kommen weg. So rum ist es. Also hier New Thread, dann runde Klammer auf, runde Klammer auf, runde Klammer wieder zu. Minus und größer als geschweifte Klammer auf und hier unten geschweifte Klammer wieder zu und runde Klammer zu. Genau. Das ist eine vereinfachte Methode, wie man etwas ausführen kann. Und hier drunter müssen wir jetzt das Ganze noch starten. Beziehungsweise erstmal setzen wir den Namen. Dann machen wir jetzt this.loop.setName einfach nur. Wir können jetzt machen, keine Ahnung, Loop. Und this.loop.start. An sich hätte man das auch genauso wie hier oben machen können. Das wäre kein Problem gewesen. Wir haben jetzt einfach nur eingebaut, dass der noch einen Namen hat und wir von überall jetzt drauf zugreifen können. Allerdings ist das ganz gut, weil dann können wir den hier auch noch mit drin stoppen. Im Shutdown, dass der dann auch sauber runtergefahren wird. So. Als nächstes werden wir jetzt erstmal uptimen, dass der eine Sekunde uns rausfiltert. Und dazu geben wir hier ein long time ist gleich system.currentTimeMillis. Also wir speichern uns erstmal die Millisekunden des derzeitigen Systemzeit raus. Und jetzt müssen wir eine ganze Schleife machen, die unendlich lange läuft, bis der Bot dann eben runtergefahren wird. Dazu machen wir einfach nur while true.
Und dafür ist jetzt eben sinnvoll, dass wir den neuen Thread gemacht haben, weil hätten wir das jetzt nicht im neuen Thread, würde unser ganzes Programm hier freezen und nichts mehr tun. Deswegen ist es ausgelagert in New Thread und dann können wir das schön laufen lassen, wenn wir Bock haben. Jetzt fragen wir ab if system.currentTimeMillis größer gleich die Time plus 1000. Also 1000 Millisekunden sind eine Sekunde. Wer in Mathe, Physik, keine Ahnung was aufgepasst hat, weiß das. Und jetzt setzen wir einfach die Zeit zu der neuen. Hätten wir eigentlich da uns dann wieder rausspeichern können, aber das ist jetzt mal egal. Und hier müssen wir jetzt einfach dann unsere Sekundenmethode aufrufen. Ja, können wir direkt machen. Machen wir hier einfach eine neue Methode. Man kann natürlich auch alles da drin schreiben, aber ich finde das so schöner, wenn wir dann eine eigene Methode haben. On second. Und diese Methode rufen wir einfach hier jetzt auf. So zusammenschreiben. Das noch ein bisschen kleiner machen. Und hier wird der Spaß gleich losgehen. Aber bevor wir das machen, werden wir jetzt erstmal uns darum kümmern, dass das aufgerufen wird und dann beim Runterfahren auch wieder schön sauber beendet wird. Das heißt, wir gehen hier hoch. Beim Shutdown schreiben wir einfach ein bisschen drunter. Run Loop. Ausführen. Und hier drin bei dem Exit machen wir jetzt noch if thread. Nein, wir haben den Loop genannt. If Loop nicht gleich null. Loop.interrupt. Destroy. Was war das Richtige? Ich glaube, Destroy war das Falsche, das ist das Alte. Dann Interrupt. Genau. Und dann haben wir ihn auch schon beendet. Und schön sauber runtergefahren. Jetzt wird es ein bisschen happiger. Als erstmal würde ich machen, dass wir nicht jede Sekunde den Status dann ändern. Das heißt, wir machen int next ist 0 und sagen einfach alle 10 oder alle 30 Sekunden soll er das ändern. Genau, hier machen wir jetzt if next kleiner gleich 0. Ups. Tun wir hier den Timer einfach auf. Machen wir mal 10 oder 15 setzen. Genau, und dann müssen wir jetzt den Status ändern. Und da können wir jetzt verschiedene Methoden benutzen. Entweder wir speichern manuell einfach rein, was er dann immer ändern soll. Oder wir machen es gleich ein bisschen komplexer, toller, cooler. Und machen uns hier oben drüber ein String Array. Status. Das ist ein neues String Array. Und dann machen wir hier hinten dran einfach eckige Klammern. Nicht eckige Klammern. Geschweifte Klammern. Und hier hinten dran können wir jetzt direkt Eingabewerte eingeben, also verschiedene Statusmeldungen. Zum Beispiel, was können wir denn spielen? Spielt Programmieren. Spielt Discord. Ups. Spielt viele Spiele. Und was wir auch noch machen können, wir können hier jetzt ein paar Variablen einfügen. Ja, zum Beispiel Prozent Members online. Ist egal. Und das können wir dann gleich ersetzen einfach, dieses Prozent Members. Und dann zum Beispiel die derzeitigen Spiele angeben, die er insgesamt verwaltet. So mache ich zum Beispiel auf meinem Butler James Bot. Genau. Wir nehmen uns jetzt einfach eine Random und machen eine neue Random. Und da tun wir dann einfach jedes Mal random einen hier rausfiltern, dass es auch ein bisschen abwechslungsreich ist und nicht immer nur der Reihe nach durchgeht. Mache ich int i ist rand. Next int und da brauchen wir jetzt status.length. Ups.
Schnaps. Ja, das ist keine Methode. Dadurch, dass das ja ein String Array ist, wird Length hier nicht als Methode gemacht, sondern einfach als Wert. Oder als Variable. So, und jetzt kommt das Lustige. Wir müssen jetzt über alle Charts drüber gehen. Wir haben oben, wie wir wissen, nur einen Chart erstellt mit dem Default Chart Builder. Normalerweise wird ein Bot auf mehrere Instanzen aufgeteilt, die sogenannten Charts, um eben die Last ein bisschen besser zu verteilen. Wir haben das jetzt aber alles über einen gemacht, einfach weil es für den Anfang deutlich einfacher ist. Und ich meine, unter, keine Ahnung, 100, 200.000 Usern, die das benutzen, braucht man auch noch nicht mehr. Aber wenn ich mich irre, verbessert mich gerne. Dann können wir das gerne auch nochmal umprogrammieren auf mehrere Charts. Machen wir jetzt erstmal hier chartman.getCharts, dass wir alle haben. Und hier machen wir jetzt ein forEach. Ups, wieder mit dem schönen Ding hier. Ich habe da unten nicht aufgepasst, ich habe wieder vergessen, wie es heißt. Obwohl wir das gerade erst hatten, aber ich benutze es einfach. Und das reicht, ich weiß, wie es funktioniert. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Ja, weil das natürlich hier JDA sein muss. Weil jetzt ist es ja keine leere Methode, die wir aufführen, sondern wir wollen hier mit dem forEach ja jede JDA bearbeiten. Und die nennen wir dann einfach immer JDA als Variable. Jetzt müssen wir den Text uns holen, den wir jetzt als nächstes reinschreiben wollen. Und dazu machen wir jetzt Status i. I ist eben unser Zufallswert. Das Ganze, ups, da hinten dran. Machen wir Replace All. Und jetzt hier unsere Members. Damit wir unsere Variable, oder ja, unseren Placeholder, sag ich mal, machen. Und da machen wir jetzt jda.getUsers.size. Das ist jetzt übrigens nur in diesem Chart. Also wenn wir einen Chart haben, dann geht das so. Wenn wir jetzt mehrere Charts hätten, dann müssten wir, wenn wir wirklich für alle das berechnen wollen, die zusammenzählen zwischen den Charts. Ja, kann ich gerne ein Video zu machen, wenn das jemand will. Aber ich denke, so ist für den Anfang einfacher. Wenn wir alles haben, machen wir einfach hinten dran. Fertig. Ja, er mag das so nicht, weil das hier hinten ein Int ist. Deswegen machen wir einfach ein bisschen Cheating und machen hier das zu einem String, indem wir einfach die zwei Hochkommata-Dinger, Anführungszeichen, davor schreiben und dann Plus und dann die Int. Die Zahl der User, die da gerade sind. So. Dann wollen wir das natürlich setzen. Und dafür haben wir jetzt unsere JDA. Und wie wir jetzt sehen, gibt es jetzt nicht einfach setActivity oder so. Denn das Ganze ist gespeichert in der Presence. Und dafür müssen wir getPresence machen. Und hier können wir jetzt setActivity machen. Und dann läuft das Ganze wie oben ab. Activity.setPlaying, also Playing, Streaming, Listening, Watching. Wir lassen es jetzt einfach mal auf Playing. Könnte man natürlich auch noch variieren, je nachdem, was man hat. Und dann machen wir einfach Text hin. Und an sich war es das auch schon. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass hier... Bin ich nicht richtig? Das muss ich selber gucken. Da ist das Next. Genau hier machen wir jetzt ein Next. Ja, genau. Next ist gleich 15. Das musste ich selber kurz überlegen. Wenn wir runterzählen wollen, muss er, sobald er eben bei 0 ist, wieder auf 15 setzen, damit wir danach wieder runterzählen können. Und hier machen wir ein else, wenn er eben noch nicht bei 0 ist, dann soll er einfach next minus, nicht plus plus, minus minus machen, damit er einfach 1 runterzählt immer. Genau, und das war dann auch schon das Ganze hier. War doch länger, als ich dachte. Können wir einfach direkt mal ausführen. Discord Tutorial ausprobieren, mal gucken, ob er hier ein paar Fehler wirft. Er wirft Fehler, weil ich den Token nicht geändert habe. Ich bin gleich wieder da.
So, da bin ich auch schon wieder. Immer schlau, wenn man jedes Mal danach den Token zwar ändert, aber ihn hier nicht übernimmt. Jetzt können wir das Ganze nochmal starten. Bam, Bot online. Alles geladen. Gucken wir hier in den Discord rein. Er ist online. Er spielt Leben. Und normalerweise sollte er alle 15 Sekunden jetzt den Status ändern. Da spielt Discord. Genau. Wir können das mal ein bisschen runtersetzen, damit es schneller geht. Machen wir hier mal nur 5 hin. Ja, mal kurz nochmal Exit, nochmal neu starten. Damit wir es hier ein bisschen besser sehen. Aber derzeit spielt er Leben, was wir standardmäßig definiert haben. Jetzt spielt er viele Spiele. Genau, also da sehen wir schon, das klappt doch hervorragend. Ja, wir haben 3 online, das sind genau wir gerade, weil der jetzt auf keinem anderen Server ist. Man könnte das natürlich jetzt noch filtern, dass er keine Bots zählt, dass er nur Leute zählt, die online sind, dass sie meinetwegen nur offline. Kann man alles einstellen. Da es jetzt doch schon so lange war, würde ich sagen, dass das für diese Part sogar reicht. Jetzt tue ich allerdings noch hinten dran hängen, was auch noch gefragt wurde. Exit. Wie man den Bot denn exportiert und ohne Eclipse starten kann. Das ist ganz einfach. Ihr geht einfach hier ganz oben auf euer Projekt, Rechtsklick, Export, ziehe eine Runnable Jar-File, klickt auf Next. Ja, das sollte ich natürlich jetzt nicht machen. Ihr müsst natürlich dann hier das Richtige auswählen, da ihr in der Hauptklasse eine Main-Methode habt, könnt ihr hier das einfach direkt auswählen. Dann wählt ihr noch aus, auf eurem Desktop oder wo auch immer, wo ihr den Jar-File hinhaben wollt. Zum Beispiel jetzt hier tutorialbot.jar. Finish. Existiert nicht, bin ich doof, habe ich falschen Desktop ausgewählt. Habe ich eigentlich nicht. Habe ich doch, anscheinend, egal. Genau, finished. Jetzt gehen wir mal hier auf meinen garantiert unaufgeräumten Desktop. Oh, scheiße. Ich hätte aufpassen sollen. Tun wir am besten einfach mal einen Ordner rein. Bot. Und da tun wir das rein. Gehen wir in diesen Ordner rein. Das kann natürlich jetzt auch auf einer online irgendwo sein. Also auf einem Root-Server oder so. Wir machen jetzt ein Textdokument. Start. Und das Ganze muss für Linux eine SH-Datei sein und für Windows eine BAT-Datei. Und da drin schreiben wir jetzt startet java-jar und dann einfach, wie eure Datei heißt. Also tutorialbot.jar. Speichern. Fertig. Doppelklick. Und er läuft. Sollte laufen. Ich hoffe, ich habe ihn hier beendet. Ja, ich habe ihn hier beendet. Genau, dann sehen wir Bot online. Und er ist online. So einfach geht's. Da läuft er. Hier können wir jetzt genauso Exit eingeben und der Bot ist wieder offline. Ja, wir haben hier noch eine kleine Exception, die müssen wir irgendwann wieder rausfiltern. Lambda heißt übrigens das lustige Ding, was mir vorher nicht eingefallen ist. Und genau, dann war es das mit diesem Video. Bot wieder offline. Und schreibt mir wieder in die Kommentare, was ihr braucht, was ihr haben wollt. Was ich eigentlich jetzt in diesem Video noch vorhatte, was ich jetzt leider nicht mehr geschafft habe, was aber dann nächste Woche sicher kommt, ist der Voice-Channel-Hub. Dass man einen Voice-Channel hat, in den man reinjoint und das dann temporäre Channel danach erstellt, wie der Party-Beast-Bot das macht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es der war. Irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich mir das mal angeguckt. Habe ich auch sowas Ähnliches schon mal gemacht. Kein Problem. Können wir machen. Machen wir dann nächste Woche. Vielleicht produziere ich es auch schon vor, dass ihr es dann auf jeden Fall bekommt, egal was kommt. Genau, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss.